Hallo, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir gegen Bowser gekämpft und dadurch haben wir einen neuen Bereich freigeschaltet. Und zwar auch eine neue Kuppel. Und dementsprechend haben wir jetzt auch hier einen hinzugefügten Bereich und eine neue Kuppel. Und hier unten ist, by the way, ein verstecktes One-Up. Und jetzt geht es weiter mit der Küche. By the way, hat der Luna gerade gesagt. Wollte ich eigentlich sagen, aber jetzt hat der Luna das schon gesagt. Dankeschön auch. Und ja, let's go. Ich glaube, hier kocht Rosaline seine Gerichte immer. Oh, es wäre so schön, mal von ihr irgendwas gekocht zu bekommen. Ach, ja, das ist schön. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt so offen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Ja, das stimmt. Und, boah, also wirklich, also die Kuppeln sind manchmal echt ein bisschen detailreich. Also, die letzten Kuppeln waren vielleicht jetzt nicht so detailreich. Aber hier, die Kuppel hier sieht echt cool aus. Gut. Dann, ja. Das mit der niedrigsten Zahl machen wir auf jeden Fall. Und das ist die Glasstrand-Galaxie. Oh yeah. Boah, ich glaube, das war sogar einer mit einer meiner Lieblingsgalaxien. Das hat einen ganz besonderen Grund. Was glitzert da am Meeresboden? Hm, frag du mich das. Ach ja, da kommen mir direkt Super Mario Sunshine Feelings auf. Super Mario Sunshine kommt auf jeden Fall auch noch irgendwann. Hab ich auf jeden Fall auch auf jeden Fall vor zu Let's Playen. Ach ja. Und die Musik ist auch richtig geil, Mann. Was? Hast du die Sternteile glitzern sehen? Nee, nicht unbedingt, aber. Wer bist denn du? Achso, nee, du bist doch der Dude, der mir das erklärt hat, oder? Also mit dem Rochen. Die Schilder sind abgelenkt von den glitzernden im Meer, Stingern im Meer. So können sie doch die Abschlussprüfung nicht ablegen. Hm. Das ist natürlich schade. Also machen wir uns mal ins Wasser rein. Also, er hat sich nicht auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Also, hier bekomme ich auf jeden Fall Sunshine Vibes. Das steht auf jeden Fall fest. Aber wie soll es auch anders sein? Ja, das weiß ich. Ja, Pinguin. Die Pinguine sind hier so süß, ne? Bin schade, dass die Pinguine in heutigen Mario Games wie Mario Odyssey oder so keinen Mehrwert mehr bekommen haben. Finde ich irgendwie schade, aber was soll's. Ich hoffe, dass bei dem nächsten 3D Mario auch wieder ein bisschen mehr mit den Pinguinen oder generell mit alten Nintendo Charakteren, die verschwunden sind, ein bisschen mehr gemacht wird. Weil irgendwie fehlt mir das irgendwie. So, dann hör mal. Ja, komm. Auch generell finde ich es irgendwie schade, dass die Gegner oder generell neue Gegner oder was auch immer aus Mario Odyssey oder so oder aus den neuen Mario-Spielen nicht, da ist ja ein riesen Aal, Digga. Weg da, weg da, weg da, weg da. Der ist ja gefräßig und hat riesen Zähne. Und dementsprechend finde ich es auch leider schade, dass halt die ganzen Enemies oder generell neue Charaktere oder so nicht mehr in neuen Nintendo-Spielen vorkommen. Wie Mario Party oder so. Oh cool, guck mal hier. Na, wer erkennt's? Das ist das Underwater-Theme. Aua.
Das ist das Underwater-Theme von Super Mario Bros. Mhm. Super Mario Bros. Ist jetzt nicht so ein Spiel, was ich jetzt unbedingt feiere. Es ist aber der Anfang von Mario generell gewesen, von daher ist es eigentlich doch ziemlich geil. Weil es nostalgisch ist und zu Retro gehört, werde ich das auf jeden Fall auch irgendwann tun. Und ja, ich werde mir die Originalsteuerung und das Originalspiel anschauen, auch wenn es zum Beispiel ein bisschen schwierig ist. Und wie komme ich da oben eigentlich hoch? Ah, man könnte auch hier eigentlich auch krass einfach abkürzen, aber wir lassen es einfach mal an der Stelle. Und oh, ne? So, dann aktivieren wir das mal. Dann können wir nämlich hier hoch. Und dann ist hier ein Stern eingesperrt in einer ganz großen Kristall. Wie nennt das eigentlich? Doch, Kristall, ne? Sind das Kristalle? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls nehme ich die so. Und ja, so kommen wir in den Stern. Ziemlich einfache und simple Mission, aber auch trotzdem sehr schön gemacht. Allein schon wegen der Musik und wegen dem Easter Egg auch mit den Noten mal wieder. Richtig cool. Ist auf jeden Fall fein gemacht. Oh, was? Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Das, auf jeden Fall, ich kann es nicht aber selber sagen. Rosalinas Bibliothek ist jetzt freigeschaltet. Ein Gummiluma ist auch aufgetaucht. Was das bedeutet, das zeige ich euch irgendwann anders. Jetzt erstmal machen wir uns an die Galaxien. An die zweite Mission nämlich. Naja, wo war ich stehen geblieben? Also, dass die neueren Nintendo-Charaktere aus Mario Odyssey zum Beispiel oder aus den aktuellen Mario-Games wie Super Mario Bros. Wonder. Okay, Mario Bros. Wonder ist jetzt erst letztes Jahr passiert und so. Mein Gott. Aber ja, Abschlussprüfung Schwimmklasse. Und ich hoffe, dass zumindest im neuen Mario Party oder im neuen Mario Tennis Time oder was auch immer. Oder in anderen Nintendo Franchises die Gegner und generell so die ganz neuen Nintendo Charaktere da mal vorkommen. Würde ich feiern. Das hätten die auch verdient. Gut. Wenn das mit der Abschlussprüfung. Ich glaube, wir müssen mit dem Dude hier sprechen, weil ich glaube, sonst wird die Mission nicht aktiviert. Ist da auch die Abschlussprüfung für die Schwimmklasse ab? Ja. Eigentlich nein, aber der Test besteht darin, Panzer im Meer aufzusammeln. Bringen wir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Okay. Ich meine sogar, hier gibt es sogar einen Secret Star. Der hatte mit der Tod zu tun. Ich weiß sogar, wo der ist. Oh, da ist der Goldpanzer ja schon. Da müssen wir einfach eine Drehattacke ausführen. Oder doch nicht? Man kann schon. Aha. Denn wir müssen nämlich. Hier unten gibt es nämlich eine Truhe. Habt ihr nicht gesehen? Was war das denn? Alter! Und dann nochmal. Ja, das können wir jetzt eigentlich skippen, weil das wissen wir ja. Kann nicht wahr sein. Jetzt müssen wir uns den nochmal holen. Und beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Und am besten hier oben reingehen. Und nicht am Rand. So, dann habe ich es doch gewusst. Dann ist hier nämlich die Truhe und. Ich gebe dazu keinen Kommentar mehr ab. Also. Das kann doch echt nicht wahr sein, Mann.
Also, so bescheuert und bekloppt habe ich echt noch nie gespielt. Das kann doch echt nicht wahr sein, Mann. Da stehe ich mich halt eben genau vor die Truhe. Danke. Dann taucht hier nämlich ein Sternring auf, womit wir uns wegschießen können und kommt nämlich hier auf eine neue Insel. Sehr viel Sternstaub und eine Münze, an die wir nicht rankommen. Aber dazu brauchen wir nämlich jemanden. Und zwar seht ihr auch schon da hinten. Ein Cataquark aus Mario Sunshine. Dass sie an die Dinger gedacht haben, die sie hier hinein zu implementieren, ist schon krass. Generell hatte die Wii ein bisschen mehr mit Sunshine zu tun. Hab ich das Gefühl. Ich glaube, Nintendo hat Sunshine doch gemocht und geliebt, oder? Und hier ist auch direkt ein neues Item. Du wurdest zu Eis, Mario. Schüttle die Wii-Verbindung, um zu skaten. Du kannst auch auf Wasser laufen. Ja, richtig. Das Wasser wird zu Eis. Und das ist richtig geil. Wir müssen nämlich hier einen Wandsprung ausführen. Und das war die falsche Seite. Scheiße. Ja, super, das wird nichts. Aber doch, wir haben es doch irgendwie geschafft. Das kommen wir hier aber nicht mehr hoch. Warte mal, hier ist aber eine Riesenpflanze und dann halt nicht. Und dann auch die Trollmusik, ne? Leck mich doch am Arsch. Naja. Dann halt so. Und diesmal effizienter. Komm, dann lass mal die Pflanze halt in Ruhe. Ah, hier brauchen wir die Eisblume und ich hab's verkackt, aber ich hab's auch ohne. Ja, so viel dazu. So, und jetzt kommen wir zu etwas, ja, ne, schwierigerem. Denn wir müssen nämlich den Cataquark hier befördern, aber hier hab ich einen kleinen Tipp von euch. Lauft immer am besten hier so Schlangenlinien, dann kann der auch nicht runterfallen, der Cataquark. Also immer schön so laufen. Und da kann auch nichts passieren. Und so bekommt ihr auch den Stern. Also eigentlich ziemlich easy. Also viele tun sich da auch schwer und laufen wirklich nur eine ganz dünne Linie. Also laufen einfach ganz normal los. Aber das solltet ihr nicht machen, denn sonst ist die Chance höher, dass der Cataquark da auf jeden Fall ins Wasser fällt. Und dann dürft ihr alles nochmal von vorne machen. Das ist auf jeden Fall nicht cool. Weiter mit der zweiten Mission, also ganz normal. Und dann machen wir die Abschlussprüfung endlich mal fertig. Und zu Glück skippen. By the way, es gibt sicherlich von euch einige, die dieses Jahr vielleicht sogar in Urlaub gehen und da was geplant haben. Ich mach's tatsächlich sogar, denn ich bin nämlich im Juli in Amsterdam mit ein paar Leuten. Unter anderem ist ja liebe Daniel auch mit am Start. Am nächsten Panzer, glaube ich. Aber by the way, die Missioni ist extrem lame. Also hier hatte Nintendo echt keinen Einfall. Hallo, geh da hoch. Das kann echt nicht wahr sein. Hallo. Danke. Wie Macht unten steht. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich herbringen würdest. Nun dann gebe ich dir eine riesige Goldmedaille. Dankeschön. Und ja, wie gesagt, also der Questix, okay, Daniel, ist auch mit am Start. Und, ach, man hört auf zu labern. Das hast du gut gemacht, aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Nee, und deshalb bekommst du jetzt die goldenen Panzer ins Maul. Oh Mann.
Und der Questix, aka Daniel, ich hoffe, ich darf jetzt weiterreden, der ist auch unter anderem mit am Start mit noch ein paar anderen Leuten. Und, also, by the way, derjenige, der bei mir bei den roten Münzen Super Mario 65 beigesteuert hat, beziehungsweise der mich geistlich ein bisschen unterstützt hat, sonst hätte ich die Scheiße nicht mehr gekonnt. Und ja, das wird auf jeden Fall eine coole Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall und ist ja auch noch bis dahin. Sollte es weit sein, werde ich auf jeden Fall euch Bescheid geben. Dann werde ich auf jeden Fall Videos vorproduzieren müssen. Das Rätsel der Strudelhürde. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ah, hier müssen wir jetzt, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Und bevor wir da hingehen, muss ich euch noch was zeigen. Ich glaube, hier hinten gibt es ein Secret. Die Kokosnuss ist nicht das Secret, aber der Secret, habe ich gerade der Secret gesagt? Oh Mann. Denn hier gibt es nämlich eine Röhre im Wasser. Da kann man reingehen. Und dann ist hier ein Secret, wo man sich nach hier oben arbeiten muss. Na, super. Hier sollte man auf jeden Fall so wenig Böcke mit wie möglich zerstören. Und ja, ich hab's geschafft. Denn hier kann man nämlich einiges an Sternshop abgreifen. Hier ist noch ein Goomba, aber der macht jetzt aber auch nicht viel. Nur so als kleine Anekdote. Boah, das Wasser sieht doch schön aus, ne? Wow, also das Wasser sieht ja echt cool aus. Für die Verhältnisse, also pass mal. Gut, dann wollen wir mal. Und zwar hier mit dem grünen Panzer hier durchwagen. Wir müssen das hier nämlich kaputt machen. Wir werden uns aber einen neuen holen, denn hier gibt es ja überall noch Schatztruhen, in denen sich auch immer was drin befindet. Ja, in dem Fall war es nur eine Blase. Und was haben wir denn hier drin? Ein One-Up. Okay. Nur wie gesagt, die bringen halt einfach nichts. Weil die eh nach jedem Spielstart resettet werden. Das ist so dumm. Oh, naja. Und jetzt kommen wir in eine mysteriöse, geheime Höhle mit Fledermäusen. Ah, hier ist ein Gummer drin. Das war eine Falle. Aua. Und was haben wir denn hier für ein Geheimnis? Ja. Das war's dann auch wieder. Und wir haben hier einen Baumstumpf, den können wir in den Boden stampfen. Und da stand hier ein Sternring. Und dann können wir hier drauf fliegen, wo wir eigentlich hin sollen. Okay. Das ist ein One-Up. Das holen wir uns mal. Wir gehen aber mal den normalen Weg. Aber du, ah, scheiße, man hätte auch anders den Kronkörner, egal. So, das ist nämlich so eine kleine Challenge, die man hier machen muss. Man muss hier aufpassen. Erinnert mich sehr an Mario 64, weil da. Was war das? Alter! Wie unnötig war das denn? Naja, wie dem es auch sei, eine Challenge, wo ich anscheinend hart verkacke. Schon bei dem ersten Anlauf, aber naja, und. Hä, das Ding kommt bis hier vorne hin? Ich dachte, das wäre. Ich dachte, da wäre Stopp! Ich sterbe so unnötig. Oh, naja. Ist doch nicht mehr wahr. Ah. Mama, diesmal bleibe ich hier. Ich glaube, ab diesem Felsen hier ist man sicher. Wenn nicht, dann ist es rigged.
Okay. Dann mal nach vorne. Denn das erinnert mich sehr stark an Mario 65, weil da gab es ja auch diese Dinger. Warte mal, nee, ich habe einen Fehler gemacht. Normalerweise geht das nämlich anders, aber... Und... Ja. Dürfte ich jetzt auch mal weitermachen? Danke. Wart mal jetzt, seid einfach so, da machen wir hier einfach Weitsprung. Ist. Normalerweise hat dieses Kastending, was sich hin und her bewegt, so ein Loch, ja, hier unten. So ein Loch, wo man reingehen kann. Da ist man sicher. Und so kann man das auch überqueren. Und hier muss man das machen. Aber nee, warte, muss man nicht. Man kann auch hier einfach durch die Mitte. So. Dann geht das ein bisschen schneller. Das ist quasi wie so eine kleine Abkürzung. Hier kann man auch abkürzen. Dann gibt es, glaube ich, nichts. Noch ein Zombie, den kann man aber leicht ausweichen. Dann hast du auch schon mit meinen Schweren. Ah, das ist eigentlich so einfach. Ich verkacke schon beim ersten Anlauf. Das kann doch echt nicht wahr sein. Aber naja. Passiert nur der Besten. Und meine Zuschauer sind auch die Besten. Von daher passt das schon. Nun gut. Das war's von diesem Part von Super Mario Galaxy. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Super Mario Galaxy. Bis dann und ciao!